Ja, hallo erstmal. Danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir haben das Projekt Mathemat angefangen, mit der Idee, den Mentoren, also wir haben hier ein System gehabt, dass man da vorne zum Tresen hingehen kann und sich Mate, das ist ein Tee mit viel Koffein, ziehen kann. Man darf allerdings höchstens 4 haben. Und das System funktioniert mit Mate-Marken und um ist den Mentoren halt zu erleichtern, die Mate auszugeben. Und weil wir hier ja nicht, also weil wir hier bei Jugend hackt sind und das mit irgendwie Papiermarken erstens natürlich umweltschädlich ist und zweitens, wir das auch digitalisieren wollen, haben wir es einfach mal probiert. Und ich stelle vor, das ist unser Mate-Mat. Und seid ihr fertig? Ja, genau, das Team Mathemat begrüßt euch. Wir sind Tim. Ach so, Martin. Ja, Momat. und Marte Malte. Ja, und ich bin Dennis. Nice. Der Pi startet, der Pi startet. So. Ja, okay. Bisschen Hardware. Soll ich anfangen? Ja, okay. Ja. Also, ich erzähle euch jetzt kurz was zum Aufbau vom Mathemat. Der Mathemat besteht überwiegend, wie man schon sieht, aus einer Getränkekiste. Obendrauf ist festgebunden ein Raspi. Dann start mal neu. Der Start durchgeht neu. Start nochmal neu. Ja, jetzt klappt's. Jetzt klappt's. So, genau. Auf jeden Fall, genau. Ein Raspi, dort ist eine Kamera dran, das funktioniert mit QR-Code-Scanner, das zeigen wir euch später noch. Und ja, ich gebe kurz weiter an Jan. Ja, und hier haben wir jetzt so ein Board, wo die ganzen Kabel aus dem Pi zur Steuerung der LEDs zusammenkommen. Und zu den Hardware-Problemen nochmal, eigentlich wollten wir eine Getränkeausgabe machen, das sieht man gerade leider nur an den LEDs, da uns leider ein Servomotor fehlte. Und ja, eben ist uns leider eine LED abgeflogen. Die steht jetzt hier oben drauf, wird schwierig, die zu sehen, aber vielleicht funktioniert das ja. Ansonsten sollte sie hier unten dran hängen. Also, das Ganze läuft über ein Account-System, das heißt keine Mathe-Marken und keinen Namen eintragen. Wir haben das Ganze mit Python gecodet. Das heißt, hier steht jetzt schon, möchtest du ein neues Mathe-Profil erstellen? Und das kann ich machen. Also ich werde jetzt gleich eine Nummer, meine Profilnummer ausgegeben kriegen. Und wenn ich die dann als QR-Code entschlüssele, sodass es für die Software lesbar wird, sollte, wenn ich noch genug Mathe habe und also man hat ein Konto mit 4 Mathe pro Tag und das erkannt wird, sollte die grüne Lampe leuchten. Das steht dann dafür, dass eigentlich Mathe ausgegeben werden soll. Das Problem, wir hatten keinen starken Servomotor und die Zeit reichte auch nicht. Aber wenn es alles funktioniert, leuchtet die Lampe. Ich erstelle mir jetzt mal im Hintergrund ein Profil und die Rede noch. Ja. Während ich die App vorstelle. Wir brauchen einmal eine Kamera auf die App hier. Geht das irgendwie? Da, geh auf die andere Seite. Nee, auf die App. Nee, auf die App brauchen wir es erstmal. Ja, das zeigen wir dann. Ja, also erstmal technische Daten zur App. Das ist eine Android-App in C Sharp über Xamarin und Mono Framework. Ja, hier wird sie einmal gezeigt. Total irgendwie, man kann sehr viel lesen. Also im Grunde, ja, okay, jetzt liest man's. Einfach eine kurze Anweisung. Man soll, unten ist ein Textfeld, da soll man seine User-ID eingeben, die jetzt gerade erstellt wird oder wurde von Dennis. Und dann einfach muss man auf den auf dem Button drücken. Genau. Da wurde die Profilnummer erstellt. Hast du die schon eingegeben? Die wird jetzt eingegeben. Ja, wie ist zur Kamera, ne? Ja, ich weiß, aber ich will es auch. Wurde der Code generiert? Das sieht man ja überall. Ich weiß nicht, ob die das da hinten sehen. Wird man gleich noch sehen. So, jetzt Ja, machen wir es okay. mal weiter. Wer ist jetzt? So, genau, ja, jetzt zeigen wir den Code. Ja, jetzt zeigen wir den Code, ne? Nein. Also, Farbe so. Das Profil erstellt ist ein bisschen langsam dran. 4076. Was war hier, ne? Ach, hier. Und nochmal zu dem QR-Code, den erkennen wir, weil wir eine Pi-Kamera da angebaut haben, worüber wir dann mit einem Python-Skript den QR-Code entschlüsseln.
Also wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich mir hier gerade ein Profil erstellt mit meinem Namen und das Programm begrüßt mich ganz freundlich. Hallo Dennis, du hast noch 4 Mate frei. Halte dein Gerät mit dem QR-Code an den Scanner. Und du machst das jetzt und dann scannen wir mal. So, der QR-Code wird erkannt. Du hast 5 Sekunden Zeit und dann wird er jetzt gelesen. Du bekommst eine Mateflasche und hast noch 3 übrig und das grüne Licht leuchtet. Wir können das Ganze jetzt beliebig oft ausführen. Nein, nicht beliebig, bis man keine Mate mehr hat. Und, ja. Und nach 24 Stunden, also nach einem Tag, wird das Ganze resettet. Also man hat wieder 4 Mate jeden Tag. Danke. Dankeschön. Super, ein Applaus für Mate Mart.